Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Assetto Corsa Competizione Video und heute, ja, ist es soweit. Wir gucken in das GT4 Pack, also in das frisch erschienene GT4 Erweiterungspaket, in das DLC, wie man heutzutage so schön sagt. Da schauen wir heute rein, habt ihr wahrscheinlich schon längst auf anderen Kanälen gesehen, aber jetzt geht es hier auch, ja, mit den GT4s auf meinem Kanal los und ich habe noch keine einzige Sekunde hier reingeschaut und das Ganze machen wir heute auch live. Das heißt, beziehungsweise ich kommentiere jetzt hier quasi gerade live, während ich spiele. Sonst mache ich das ja meistens so, dass ich nachkommentiere. Aber ich habe mir jetzt gerade hier was zusammengebaut, ja, Setup-technisch, dass das hoffentlich ganz gut funktioniert. Ich hoffe, ja, diese ganzen Schaltgeräusche und alles, das hört sich jetzt nicht zu störend an. Ja, aber wir gucken mal, ich muss erstmal hier die GT4s finden. Ah, hier oben sehen wir sie ja schon. Wunderbar. Ja, und ihr seht es auch schon, den Unterschied. GT3, GT4, so ein kleiner süßer GT4er. Ja. Geil, Junge, ich hab Bock. Ja, wir schauen hier erstmal rein, was es hier überhaupt so gibt. Also, wir haben hier einmal den Alpine A110 GT4. Wir gucken einfach erstmal grob einmal hier drüber und ja, ihr seht schon, das sieht alles viel serienmäßiger aus. Natürlich hier und da mit Heckflügel und ja, so Seiten- und Frontschürzen und so weiter und so fort. Aber insgesamt natürlich viel, viel entspannter, sag ich mal, als ein GT3. Hier den Aston Martin, ja. Den haben wir auch hier in der GT3-Klasse. Und wie gesagt, da sieht er ein bisschen bulliger aus. Ich weiß auch noch nicht, was wir heute hier fahren werden. Hier den Audi. Ach, wunderschön. Da hat man schon fast das Gefühl, dass du hier ein Serienfahrzeug fährst. Aber natürlich auch nur bedingt. Ah, oh, der BMW, Leute. Sieht der geil aus. Ich finde ja die BMWs generell eigentlich ganz geil. Und hier ist das Monster unter den GT4s. Alter, der hier vorne. Da passt ja der Alpine, den wir gerade gesehen haben. Der kleine Süße, der passt ja hier dreimal rein. Hier vorne in den Lufteinlass. Heftig. Ich glaube, den fahren wir auch gleich mal direkt. Den Ginetta. Der erinnert mich irgendwie mal an Project Cars 2. Da bin ich den damals auch öfter mal gefahren. Oh, geil, der KTM X-Bow GT4. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie sich die alle jetzt fahren lassen. Der Maserati. Herrlich, herrlich, Freunde. Vor allem, wenn man mal sich das vor Augen hält hier mit dem Multiclass-Rennen. Ja, man hat gar nicht das Gefühl, dass das hier krasse Autos sind, ne? Aber weil man halt so diese GT3s gewohnt ist. Ja, zieht euch das mal rein, wie breit. Also merkt euch mal das jetzt hier. Merkt euch mal das. Und dann gucken wir mal eben. Wo ist er denn jetzt? Hier. Bam! Alter, das ist schon ein krasser Unterschied, ne? So, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt länger rumschnacken, wir schnappen uns einfach mal jetzt hier ein Auto. Genau, hier der Porsche Cayman, den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Herrlich, herrlich. So, boah, ich habe Bock auf einen Camaro, ne? Auch wenn das wahrscheinlich nicht die krasse Hotlap-Maschine hier wird, aber ich habe da Bock drauf. Und weil ich heute Abend auf einem Ligarennen unterwegs bin, oder in einem Ligarennen, meinem ersten Ligarennen hier überhaupt, bei Dave Perels SimGrid Liga. Und da sind wir auf Solda unterwegs, deswegen würde ich sagen, schnappen wir uns hier mal Solda. Ja, aber dazu werden auch noch einige Videos kommen. Wie gesagt, zu der ganzen Liga. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden und aktiviert das Glöckchen. Ja, ich würde sagen, wir starten hier mal direkt rein. Wir machen einfach mal direkt ein Rennen. So, Freunde, dann wollen wir mal das Biest hier entfesseln. Das amerikanische. Alles klar. Alles klar. Ja, klingen tut er so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Das Biest aus der Hölle sozusagen hier. So, aber wir gucken mal, wie sich das Ganze fahren lässt. Also, ich bin ja nur GT3 gewöhnt. Deswegen wird das hier wahrscheinlich eine andere Hausnummer. Langsamer, aber ich glaube alles in allem dynamischer. So, KI steht hier auf 90. Deswegen erstmal gucken, dass wir nicht unser Safety Rating killen.
Oh, der klingt, ne? Der klingt. Und ich bin hier spät auf der Bremse. Okay. Ja, Reifen sind natürlich noch mega kalt, deswegen da müssen wir auch vorsichtig sein. Ja, und die sind hier noch ein bisschen langsam, die Kollegen. Gefühlsmäßig kommt der ja gar nicht zum Stehen hier. Also auf der Bremse ist er, glaube ich, nicht so der Beste. Unser kleiner Fettsack. Ja, hier vor uns der McLaren. Wunderschönes Kfz. Und der untersteuert aber ganz schön und übersteuert aber auch ganz schön. Der tut alles außer geradeaus fahren. Oh, alles klar. Sorry, 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 sorry. Sorry, nein. Ja. Hat keiner gesehen. Außer mein Safety Rating wahrscheinlich. Ja, ich muss mich hier erstmal komplett umstellen. Andere Bremspunkte. Boah, der kommt ja gar nicht rum hier. Und ich habe schon das aggressive Setup. Bremsdrücke anscheinend auch ein bisschen hoch. Ja, und mein Safety Rating verabschiedet sich gerade schon. Guckt euch das an. Ich habe schon fast voll eingeschlagen. Da geht ja nichts. Egal, dann driften wir halt mal ein bisschen. So. Ja, aber alles in allem sehr, sehr, sehr unruhig zu fahren, aber im positiven Sinne. Also Fahrspaß zu 1000% garantiert. Und vor allem, sage ich mal für Anfänger, es ist alles langsamer und alles, wie gesagt, gutmütiger. Weil wenn du... Moment, ich zeige euch das gleich mal. Nein, 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 nein! Divebomb des Todes! Abkürzung des Todes! Rasenmähen kann er auch. So, ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen hier in der ersten Kurve. Wahrscheinlich haue ich die Karre direkt weg, weil ich das gar nicht gewöhnt bin. Oder gewohnt bin. Nämlich genau... Na, jetzt kommen wir hier nicht rum. Ich wollte eigentlich einen geilen Drift machen. Mal gucken, ob das jetzt hier klappt. Das sind eigentlich die perfekten Kurven dafür. Na. Hoffentlich guckt Duke hier nicht zu. Das ist peinlich. Okay, ich habe die Traktionskontrolle natürlich an, aber... Ich wollte nur damit sagen, dass man diese GT4s auf jeden Fall viel besser abfahren kann. Die sind nicht so spitz. Ja, und zieht euch mal rein, wie die hier die Curbs fressen. Gut, das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber wenn du da so mit dem GT3 drüber ballerst, da hebst du ja förmlich ab. Der Camaro, der hat echt beschissene Bremsen, das muss man ganz klar so sagen hier. So kommt es mir zumindest vor. Car on the right. Clear on the right. So, ich versuche mal die Traktionskontrolle jetzt hier eben auszumachen. So, dann gucken wir mal, ob wir die Karre jetzt hier noch ein bisschen mehr quer bekommen. Yo! So quer wollte ich sie jetzt auch nicht haben, aber gut.
Dass der Unterschied so krass ist zwischen TC1 und Off. Krass. Na gut, da gucken wir mal hier in der ersten Kurve, ob wir da was hinkriegen. Nee, zu schnell. Ja, Leute, ist natürlich jetzt alles andere als sauber, aber ich will es euch einfach nur mal hier so. Duki, ich brauche Nachhilfe. Scheiße. Ja, egal. Aber wir lassen das mal auf Off. Ich will das mal ein bisschen üben. Weil ich glaube, das kann echt lustig werden. Aber wenn euch das gefällt, sage ich mal hier dieses Live-Commentary, dass ich hier öfter mal direkt ja, live beim Fahren ein bisschen was erzähle, auch wenn es meistens wahrscheinlich nur Bullshit ist, aber wenn euch das gefällt, könnt ihr das mal gerne in die Kommentare schreiben, mir es mit dem Däumchen zeigen. Und dann gehen wir rein. Yes, baby! Hat auch keinen Platz hier, ne? Was? Ich hab mir fast den Arm gebrochen hier, so schnell. Muss ich das Lenkrad rumreißen. Ja, das macht auf jeden Fall einen Höllenspaß, das kann ich euch sagen, Leute. Aber wir können ja gleich mal noch ein anderes Auto testen. Ich weiß noch nicht welches. Vielleicht den BMW hier vor uns. Oder eine KTM oder so, hätte ich auch Bock drauf. Doch, den KTM nehmen wir, weil das ist schon mal wieder was ganz anderes irgendwie vom Konzept her. Da habe ich Bock drauf. Und den fahren wir dann auf einer anderen Strecke, mal gucken. Und das lasse ich jetzt hier direkt dann im Anschluss laufen. Ich habe ehrlich gesagt auch noch gar keine Ahnung. Achso, das habe ich gar nicht erwähnt. 505 Games hat mir hier dieses DLC natürlich zur Verfügung gestellt, damit ich euch das zeigen kann. Deswegen wollte ich gerade sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie teuer das hier sein wird, aber selbst wenn es 20, 25 Euro kostet, ey, es ist ja quasi wie ein ja, neues Spiel, will ich nicht sagen, aber eine komplett neue Rennklasse hier. Und mit dieser Qualität, ja, zieht euch hier einfach mal auch die ganzen Modelle rein, wie detailliert das alles aussieht und wie geil sich das fahren lässt. Da ist sowas, das ist aber 10-mal wert. Also zumindest meine Meinung, weil viele meckern immer rum, oh, wollte wieder Geld haben. Aber ich sehe das komplett anders. Wenn du so einen Mehrwert dafür bekommst, dann soll man dafür auch Geld ausgeben. Weil, oh, da steckt, oh mein Gott. Da steckt doch immer viel Arbeit hinter. Und das sollte man auch wertschätzen, sag ich mal. Kann ich hier nochmal eben kurz. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann nochmal eben kurz von außen zeigen. Ja, von außen irgendwie unspektakulärer. So, aber das war hier das Rennen Nummer 1 und jetzt kommt gleich Rennen Nummer 2 hier mit dem schönen Drift nochmal abgeschlossen. Ja. Crazy, crazy, crazy. So, und ich würde sagen, wir sehen uns hier im zweiten Rennen, Freunde. Bis gleich. So, da sind wir wieder back im Business. Und ich würde sagen, wir schnappen uns hier auch mal direkt das ja, aggressive Setup nochmal. Eben zwei, drei Kleinigkeiten hier anpassen. Ich verstehe auch nicht, warum der Reifendruck immer so niedrig ist hier von vornherein. Muss das so sein? Das ist mir vorhin auch schon bei dem Camaro aufgefallen. Ich habe gelesen, dass der niedriger sein soll als bei einem GT3, aber so niedrig? Puh, wir beobachten das gleich mal. So, aber wir starten hier ins Rennen rein. Reifen wieder orschkalt. Orsch. Hashtag We Are Ginetta. Auch cool. Ja, aber wir probieren natürlich alle Fahrzeuge nach und nach aus.
Nur kann ich jetzt natürlich hier nicht alles in einem Video machen. Und wie gesagt, heute Abend gibt es ja auch mein erstes Ligarennen im Topsplit von der SimGrid-Liga von Dave Perel. Da muss ich mich auch noch ein bisschen vorbereiten. Oder ich habe mich bis jetzt so gar nicht vorbereitet, also es könnte lustig werden. Okay. Den hörst du ja kaum, im Gegensatz zum Mustang. Zum Mustang. Mhm. Zum Camaro. Okay. Boah. Das war knapp. Reifen erstmal wieder auf Temperatur bringen. Aber hört ihr den Turbo? Den Turbo hört man immer so ein leicht zischen. Geil. Geil, 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 geil. Ja, mein Safety-Rating geht hier gerade komplett den Bach runter. Das hätte ich mal ausstellen sollen. Oh mein Gott. Ja, fährt sich auf jeden Fall vom ersten Gefühl her. Boah, und ich kriege es hier nicht gebacken, vernünftig zu schalten hier. Oh. Oh mein Gott, Leute. Ich wollte sagen, ich krieg's nicht gebacken, vernünftig zu schalten, während ich quatsche. Weil die Karre auch ein bisschen leiser ist, als der Mustang vorhin. Ach, ich sag mal Mustang, Camaro, Junge. Und zieht euch das hier rein, wie der hier mit dem Arsch kommt, beim Reinlaufen lassen. Krass, okay. Da dachte ich eigentlich, der hätte schon ein bisschen mehr Grip. Ja, hier, seht das? Holy shit. Nicht einfach zu fahren, die Karre. Aber wie gesagt, ich kommentiere jetzt auch gerade hier live, deswegen ist meine Fahrleistung sowieso wahrscheinlich nur halb so gut. Ja. Ja, ja, ist ja gut. Was ist denn hier los? Ist hier nass oder? So, jetzt könnt ihr auf jeden Fall mal mein wahres Gesicht sehen. Das ist so mein wahrer Skill jetzt hier gerade. Wenn ich zwei Sachen gleichzeitig machen muss. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich meine Rennen nicht live kommentiere. Ich kann es mal machen, aber dann werdet ihr wahrscheinlich nicht von mir viel hören. Ja, und du hast auf jeden Fall das Verlangen, das fällt mir auch immer wieder hier auf, weil du, dir kommt es nicht so schnell vor, deswegen willst du schneller in die Kurven reinlaufen lassen, aber dann passiert genau das mit diesem Lift-of-Overstier, was ihr die ganze Zeit seht, dass dir das Heck da unruhig wird. So, und wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen freie Fahrt habe und mich mal ein bisschen konzentriere, dann sieht das mit der Zeit auch direkt mal hier ein bisschen besser aus. Ja, aber auch der KTM X-Bow, der macht hier wirklich einen Riesenspaß. Fährt sich direkt anders als der Camaro. Und da merkst du auch schon wieder diese... Ja, diese Detailbesessenheit von den Entwicklern
dass du auch wirklich die Unterschiede der verschiedenen Autos richtig krass merkst. Hier ein ganz anderes Konzept. Wäre auch ärgerlich, wenn sich... Okay. Wäre auch ärgerlich, wenn es sich genauso fahren würde wie jetzt ein Camaro oder irgendein anderes Auto, weil der X-Bau ist einfach ein anderes Konzept. Ja, und hier könnt ihr dann auch mal von außen sehen, hier vor uns der X-Bau. Ist schon ein krasses Teil. Ja, man sollte dann auch noch mal irgendwann auf die Strecke gucken. Hier außenrum ist Schuhmacher-Eis, jawohl. Und das war's. Okay, spätestens jetzt wäre Duki auf jeden Fall stolz auf mich. Weil letzte Runde. Nicht ganz letzte Kurve, aber letzte Runde. Nochmal alles hingeschmissen, was geht. Car on the right. Clear on the right. The leader has finished the race. Ja, Freunde, aber haut mal eure Meinung jetzt von diesem Video, von diesem Eindruck oder von eurem generellen Eindruck, wenn ihr schon selber gefahren seid. Haut's mal gerne in die Kommentare, was sagt ihr zum GT4-Pack hier in Assetto Corsa Competizione. Würde mich mega interessieren und ich würde sagen, in den nächsten Videos schauen wir mal im Multiplayer, was wir da so mit den GT4s hier fahren können und schauen uns natürlich jedes einzelne Fahrzeug an. Und bis dahin würde ich sagen, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr, haut das Glöckchen an und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein, ciao, ciao.